Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video mit Kapsilon beschäftigt und festgestellt, grundsätzlich sollten alle Feldwerte private sein, damit eben eine Klasse die sogenannte Datenhoheit bekommt. Und dann wurde auch noch erwähnt, die Klassen lassen nur bestimmten Zugriff auf Felder zu, indem sie bestimmte Methoden dazu anbieten. Und in C-Sharp gibt es eben die sogenannte Eigenschaft als Teil der Programmiersprache. Und eine Eigenschaft ist eben ein spezielles Paar von zwei Methoden, sogenannten Gettern und Settern, mit denen man eben Zugriff auf Feldwerte lesend oder schreibend gewährt. Und bevor wir uns diese genau anschauen, gucken wir uns nochmal die Klasse Person an und nehmen erstmal die Beispiele hier weg. Wir haben die Klasse Person so gebaut, dass wir eben hier die Felder, wie man hier sieht, diese Felddefinitionen sind public. Wir haben aber gelernt, diese sollten einfach private sein. Ich zeige Ihnen gleich noch einen Trick, weil ich möchte jetzt letztendlich diese drei Public-Werte auf einmal ändern. Das kann man unter anderem machen, indem man einen sogenannten Multiline-Select macht. Dazu hält man Shift-Alt und drückt dann die Cursor-Tasten auf der Tastatur und kann, sobald Shift-Alt gedrückt gehalten wird, eben mehrere Zeilen auswählen. Und ich habe jetzt eben hier diese drei Public-Sachen gemacht und tippe jetzt einfach einmal Private ein. Und wir sehen eben, dass dieser Multiline-Select ganz vernünftig ist, wenn man direkt Sachen untereinander stehen hat. So, ich habe es jetzt im Skript nicht explizit erwähnt, aber sobald irgendetwas, sobald ein Feld private ist, ist es übliche Konvention in .NET, dass man eben einen Underscore beginnend mit kleinen Buchstaben, dem sogenannten Lower Camel Case, eben einsetzt für diese Namen. Und genau das mache ich hier auch. Und jetzt schauen wir uns erstmal intuitiv an, wie würde ich denn Funktionen für diese Klasse Person jetzt schreiben, die Zugriff auf diese drei Felder gewähren. Oder wir nehmen mal dieses Alter weg, das brauchen wir nicht. Und schauen uns jetzt erstmal an, wie wir das hier nutzen könnten. Also, um jetzt den Feldwert von Vorname beispielsweise zurückzugeben, bietet sich es ja an, wir schreiben eine Funktion, die muss public sein, die gibt eben einen String zurück, eben den Wert des Feldes, und die heißt getVorname. Und in dieser geben wir einfach den Vornamen zurück. Und wenn wir eine Funktion haben wollen, die eben den Vorname setzt, dann müssen wir eben eine Funktion machen, die nichts zurückgibt. Die nennen wir setVorname. Und die kriegt aber als Parameter einen String. Und in dieser können wir eben jetzt den Parameterwert dem entsprechenden Feldwert zuweisen. Ich habe schon gesagt, wir lassen nur kontrolliert Zugriff drauf. Ein Fehler wäre es beispielsweise, wenn hier Null kommt, weil dann würde ja der Vorname überhaupt keinen Wert haben, also auf gar nichts zeigen. Deswegen überprüfen wir in dieser Funktion noch, ob dieser Parameter Null ist. Und falls das der Fall ist, springen wir raus. So ist es nicht möglich, dass man hier Null übergibt und diesen Wert dann dem Feld zuweist. Datenhoheit. Ja, und dieses Paar von Get und Set für ein Feld nennt man eben Getter-Methode und Setter-Methode. Mit der Get-Methode kann man einen Feldwert für den Nutzer der Klasse zur Verfügung stellen. Und mit der Set-Methode setzt man eben einen Feldwert. Und grundsätzlich sollte davor eine bestimmte Art der Überprüfung stattfinden, dass nicht eben jeder beliebige Feldwert gesetzt werden kann.
Ansonsten kann man nämlich eigentlich auch gleich das Feld wieder public machen, wenn da jeder frei draufsetzen kann, was er möchte. Und genau diese Methodenpaare machen wir jetzt eben auch für Nachname. Das heißt, wir geben hier den String zurück und sagen eben get Nachname. Entschuldigung, da bekommen wir natürlich keine Parameter rein. Wir machen einfach hier die Rückgabe des Nachnamen. Und wir haben hier eine Funktion setNachname. Und im Prinzip überprüfe ich auch in der, ist der Nachname 0, den ich natürlich brauche als Parameter. Ist dieser null, dann mache ich den Return und ansonsten setze ich den Nachname ein. Wenn wir möchten, können wir auch gerne wieder das Alter dazu nehmen. Und wir haben hier eben getAlter. Geben diesen Feldwert zurück. Und dann haben wir noch eine Funktion, setAlter. Und na, das Alter muss eben größer als 0 sein. Das heißt, wenn dieser übergebene Wert kleiner als 0 ist, dann setze ich ihn nicht. Und falls aber doch der Wert okay ist, ich könnte sogar sagen, wenn der kleiner als 0 ist oder größer als 150, dann ist mir das irgendwie suspekt. Aber wichtig ist halt, in diesem Setter muss irgendwie eine Überprüfung des Wertes, der hereinkommt, stattfinden. Sonst macht es ehrlich gesagt keinen Sinn. Sonst, wenn wir beliebige Werte, die über diesen Setter ankommen, letztendlich auf das Feld setzen, dann haben wir keine Datenhoheit dadurch. Wir lassen nur kontrolliert Werte zu für unsere Felder. Ja, und das nennt man eben, wie man hier erkennt, ist ja wohl ein Muster dahinter. Das sind eben die sogenannten Getter und Setter. Und wenn wir dieses jetzt einsetzen wollen, ich nehme einfach die Infos aus dem letzten Video noch weg, können wir uns jetzt hier eben eine Person erstellen. Und wir können jetzt eben nicht wie im vorherigen Beispiel auf die jeweiligen Sachen zugreifen, sondern wir benutzen hier diese Get- und Set-Methoden, um bestimmte Sachen zu setzen. Also ich setze jetzt beispielsweise hier den Vornamen mal auf Walter. White. Und der Mann ist eben 52. Und wenn ich diese ganzen Feldwerte wieder auslesen möchte, dann kann man eben die entsprechenden Get-Methoden aufrufen. Ich mache hier eine String-Verkettung, damit ich eben diese Sachen gleich in einer Zeile ausgeben kann. Habe ich noch das Plus vergessen. Und dann gebe ich noch das Alter aus. Alter natürlich. So. Und ja, so setzt man eben Feldwerte kontrolliert und so liest man sie wieder aus über die Get-Methoden. Wir können natürlich auch nochmal kurz durch diesen Code hier durchdebuggen. Das heißt, wir stellen hier das Personenobjekt, setzen den Vornamen. Wir können auch mal in diese Methode direkt reinspringen. Das sind hier unten. Wir überprüfen eben, passt das, was er da uns übergeben hat? Ja, natürlich, das Ding ist nicht null. Setzen den Vornamen. Das gleiche passiert letztendlich hier. Wir können dann nochmal ins Alter springen. Genauso machen wir hier die Überprüfung und sehen, dass wir eben
für ein menschenvalides Alter angegeben haben. Und dann geben wir eben jetzt hier diese Infos auf der Konsole aus. Letztendlich steht dann hier, dass Walter White 52 ist. So, und jetzt vergessen Sie bitte gleich wieder, was wir jetzt hier behandelt haben. In C-Sharp schreibt man das eben nicht so, wie wir das jetzt hier gesehen haben, mit diesen Get- und Set-Methoden, sondern es gibt das Konzept der Eigenschaften oder Properties auf Englisch. Und dazu schauen wir jetzt eben uns mal an, wie man diese Eigenschaften definiert. Das hier ist der Rumpf einer Eigenschaft. Wir geben hier wieder, wie zu sehen, wieder Modifizierer an. Dann kommt der Typ der Eigenschaft. Wir sehen ja jeweils, dass der Rückgabetyp der Get-Methode gleich ist mit dem des Parameters der Set-Methode. Und innerhalb dieses Eigenschaftsscopes, dieser beiden geschweiften Klammern hier, kann man jetzt eben sogenannte Get-Methoden und Set-Methoden angeben. Dafür schreibt man für die Get-Methode einfach das Schlüsselwort Get. Und das ist tatsächlich eine Methode, auch wenn es jetzt erstmal noch nicht so ausschaut, aber in dieser geben wir jetzt eben den Vornamen zurück. Sieht man hier. Und mit der Set-Methode können wir jetzt eben den Wert auf das Feld setzen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wieso ist hier kein Parameter? Dafür gibt es das Schlüsselwort Value in Set-Methoden. Das heißt, wir können hier mit Value, das ist ein Keyword in Settern, auf den Parameter zugreifen, der an diese Set-Methode übergeben wurde. Und letztendlich machen wir das gleiche wie unten in der jeweiligen Set-Methode. Das heißt, wir nutzen hier aber stattdessen eben Value anstatt diesen Parametervorname, wie man hier sieht. Ja, damit die Sache noch etwas kürzer wird, drehe ich hier mal diesen Fall um und mache einfach diesen hier. Das ist genau die gleiche Funktionalität. Und wir nehmen mal jetzt diese ganzen Getter- und Setter-Methoden, die wir hier vorher geschrieben haben, weg und ersetzen sie durch Eigenschaften noch. Das heißt, wir brauchen noch eine Eigenschaft für den Nachnamen. Der Get-Methode geben wir den Nachnamen zurück. Also, ich sage dann später noch was dazu. Oder nebenbei, während ich jetzt einfach schreibe. Die Get-Methode muss immer einen Wert von der, also oder den Eigenschaftstypen hier zurückgeben. Das macht man eben mit Return. Üblicherweise ist das bloß ein Statement, den man in der Get-Methode hat. In der Set-Methode macht man stattdessen eben diese entsprechende Überprüfung. Und dann brauchen wir das Ganze noch für Alter. Entschuldigung, das muss natürlich ein Int sein. Und dann haben wir eben die Get-Methode, die gibt das Alter zurück. Und dann haben wir die Set-Methode. In dieser überprüfen wir, ob der übergebene Wert größer als oder größer gleich 0 ist und kleiner gleich 150. Dann weisen wir das eben Wort vergessen. So. Und jetzt haben wir eben diese Get- und Set-Methoden von hier unten durch diese drei Eigenschaften ersetzt, wie man hier sieht. Und jetzt schauen wir mal an, wie wir Eigenschaften aufrufen.
im Code. Wie wir sehen, geht das ja hier nicht mehr. Wir haben hier alles rot. Der Compiler sagt nein. Wir können jetzt hier eben direkt den Vornamen angeben. Und jetzt kommt das Bizarre. Obwohl das eigentlich eine Funktion ist, wird diese Funktion mit dem Zuweisungsoperator aufgerufen. Also wir setzen hier jetzt eben Walter rein. Genau das gleiche funktioniert bei Nachname und Alter. So. Und wie wirkt das Ganze? Das hier schaut aus wie eine Feldzuweisung letztendlich. Ne? Wir dereferenzieren die Referenz auf das Objekt, dieses Person-Objekt, und greifen dann auf anscheinend irgendwie ein Feld zu, weil wir können ihm ja Werte zuweisen. Und diese Wertzuweisung an die Eigenschaft natürlich, ist kein Feld, die haben wir ja private gemacht, die landet letztendlich in der Set-Methode, sehen wir gleich. Und genauso hier unten, wir haben hier keinen Funktionsaufruf mit Klammern, sondern wir nutzen hier Vorname und Nachname so, als wären sie Feldwerte. Genauso hier Alter. Das macht den Code auf Nutzerseite A ein bisschen besser lesbar und B hat er gleich das Verständnis, hinter einer Eigenschaft steckt letztendlich ein Feldwert. Und wir debuggen das Ganze einfach nochmal durch. Wir sehen jetzt hier eben hier, wenn wir direkt in diese Set-Methode reinspringen, die heißt hier eben, ich kann auch nochmal hinzoomen, eben helloworld.person.vorname.set. Wir landen jetzt hier bei dieser Wertzuweisung im Setter. Hier wird unser Code ausgeführt und wenn die Überprüfung passt, wird eben das Feld Vorname gesetzt. Gehen wieder raus. Das gleiche funktioniert hier beim Nachnamen. Wir können auch gerne nochmal in diesen Setter reinspringen und kommen hier eben beim Alter an. So, und beim Auslesen, das sieht genauso aus, wie wenn wir einen Feldwert auslesen. Wir dereferenzieren und geben einfach den Bezeichner an. Und das ist für uns üblicherweise eigentlich, entweder ist das Ding, oder eigentlich wäre das Ding ein Feld, von unserem intuitiven Verständnis her. Und wenn wir eben jetzt hier Vorname get aufrufen, landen wir tatsächlich hier in dieser get-Methode, wie man sieht. Und hier wird eben der Wert zurückgegeben. Genauso hier unten. Letztendlich haben wir hier natürlich die gleiche Ausgabe wie vorher. Wir haben ja die Funktionalität durch diese Eigenschaften nicht verändert. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man diese Get- und Set-Methoden teilweise weglässt von diesem Paar, und genau das ist auch mit Eigenschaften möglich. Ich zeige jetzt hier einfach eine neue Eigenschaft, die heißt kompletter Name. Und diese hat eben bloß einen Getter, und in dieser geben wir eben den Vornamen mit einem Leerzeichen und dem Nachnamen zurück. Hier in diesem Fall, das haben wir auch noch nicht besprochen, aber mit dem Plus-Operator kann man eben Strings konkatenieren. Und was ich hier mache, ich nehme den String von Vorname, mache ein Leerzeichen dazwischen, also dieses Leerzeichen wird an diesen String hier vorne angehangen. Es entsteht danach ein neuer String, also Vorname wird dabei nicht verändert. Und Nachname wird dann eben nach diesem kompletten String nochmal angehangen. Und wir sehen hier, diese Eigenschaft hat eben bloß eine Get-Methode und keinen Setter. Was heißt das? Ich kann hier nicht sagen, kompletter Name, ich kann nicht mit dem Zuweisungsoperator diesen Wert setzen, indem ich hier Walter White angebe. Das geht nicht. Wie man sieht, die Fehlermeldung ist ganz einfach, das kompletter Name hat keine Set-Methode.
wie man hier sehen kann. Das geht dann nicht mehr. Aber ich kann mir eben diese Zeile beispielsweise hier sparen und gebe eben den kompletten Namen aus. Und wir sehen dann eben, das ist immer noch dasselbe, was hier passiert. Walter White 52. Und natürlich kann man auch Properties schreiben, die eben nur eine Set-Methode hätten. Die kann man dann eben nur Werte zuweisen, ohne dass man diese Werte ausliest. Diese Variante ist dann aber sehr, sehr selten. Üblicherweise sieht man eben Properties, die eine Get- und Set-Methode haben. Oder wenn der Nutzer eines Feldes nur lesenden Zugriff auf diesen Wert haben darf, dann eben nur eine einzelne Get-Methode. Und wie man sieht, kann man in diesen Get- und Set-Methoden, auch wenn sie etwas komisch definiert sind im Vergleich zu normalen Methoden, die wir sonst immer bis jetzt genutzt haben, so ausschauen, kann man hier beliebigen Code reinschreiben. Letztendlich. Also Sie könnten hier 1000 Anweisungen reinschreiben. Machen sollte man das aber nicht. Die Get-Methode liefert immer einen bestimmten Wert zurück. Das kann teilweise ein zusammengesetzter Wert sein, eben wie hier, aus mehreren Feldern. Oder eben ein einzelner Feldwert. Mehr sollte diese Get-Methode nicht machen. Wenn möglich, sollte man in dieser Get-Methode auch nicht unbedingt andere Objekte aufrufen. Also nur in bestimmten Fällen sollte man sich das überlegen. Aber letztendlich sollte diese Get-Methode sehr schnell ablaufen, weil ja auch ein Feldwertzugriff, wenn wir das direkt als public definiert hätten, letztendlich sehr schnell ist. Also der Nutzer erwartet, dass dieser Aufruf schnell vorbei ist und nicht 2 Sekunden dauert, weil wir irgendeinen Service im Internet aufrufen. Genauso diese Set-Methoden. Diese Set-Methoden sollten wirklich bloß eine Überprüfung enthalten, ist dieser Wert richtig oder nicht. Und dann eben, wenn es passt, den Wert an das Feld zuweisen. Mehr sollte hier nicht drinstehen. Ja, wir können ja auch nochmal zum ID-Generator jetzt einen Zähler hinzufügen. Und dann sehen wir uns auch gleich nochmal an, wie das Ganze, wie man sogenannte automatisierte Properties schreibt. Wir erstellen hier eben eine ID-Zähler-Property oder Eigenschaft mit einer automatisierten Get-Methode und einer Private Set. Wir können dafür dieses Feld wegnehmen und nutzen eben hier jetzt diese Eigenschaft in dieser Methode unten. Und auch hier haben wir immer noch Datenhoheit. Man kann für Eigenschaften eben also dieser Modifizierer public wird automatisch für die Get- und Set-Methode angewendet, wenn wir diese jeweils nicht mit einer eigenen Modifizierer ausstatten. Wir könnten hier zum Beispiel Private Set schreiben, dann kann man den Nachnamen nicht mehr von außerhalb setzen. Ja, das sieht man hier, hier kommt jetzt der Compiler-Fehler, das darfst du nicht, weil diese Set-Methode private ist. Macht jetzt natürlich hier in diesem Kontext keinen Sinn. Aber beim ID-Generator sehr wohl. Und was wir hier sehen, sind automatisch generierte Eigenschaften mit dazugehörigem Feld dahinter. Was der Compiler hier macht, ist, wenn der Code erzeugt wird, erstellt er eben automatisch ein Feld, das zu dieser Eigenschaft ID-Zähler gehört. Und in dieser automatisch implementierten Get-Methode wird eben der Wert zurückgegeben. Und in dieser Private-Set-Methode wird eben der Wert gesetzt, allerdings ohne Überprüfung. Da wir das Ding aber private haben, ist es vollkommen okay. Es kann ja niemand außerhalb dieses Scopes hier drauf zugreifen. Wenn wir das Ganze nicht private hätten und so eine automatische Eigenschaft erstellt hätten, ist das meines Erachtens keine Datenhoheit mehr, was wir hier sehen. Und damit auch keine Kapselung mehr. Warum? Es ist letztendlich nichts anderes, wie wenn ich hier ein Feld erstellt hätte. Und das ist so.
Man kann den Feldwert zu überall auslesen. Man kann ihn überall setzen. Also diese automatisierten Eigenschaften sind ganz nett. Wie man sieht, man kann sich ein bisschen Codearbeit sparen. Aber man muss eben auch darauf achten, dass die Datenhoheit noch genutzt oder sichergestellt ist für automatisierte Eigenschaften. Wir können uns vielleicht auch nochmal diese automatisierte Eigenschaft jetzt im Genauen anschauen. Also wir erstellen uns nochmal hier schnell einen Generator. Und wir haben jetzt eben in der API nicht bloß diese erzeuge nächste ID, sondern wir können auch den aktuellen Zählerstand auswählen. Also wir rufen mal diese Funktion auf und könnten dann auch direkt über diese Eigenschaft direkt darauf zugreifen. Was aber nicht geht von außen, dass wir diesen Wert willkürlich ändern auf 42, da eben die Eigenschaft eben auf oder die Set-Methode auf Private gesetzt ist. Und wenn wir mal bis zu dieser Zeile hier laufen, Moment, ich würde natürlich gerne in diese Funktion hier reinspringen, dann sehen wir eben, dass wir im Code jetzt selber über die Eigenschaft, nicht mehr über das Feld, auf diesen Wert zugreifen, weil es ja eine automatisch generierte Eigenschaft ist, aber letztendlich macht es nichts. Für uns ändert sich nicht viel in diesem Stück Code und wir haben ein bisschen Code gespart und der Nutzer kann jetzt eben hier in dieser Program-Klasse direkt über die Eigenschaft auf die aktuelle ID zugreifen, wenn er das möchte. Ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr die beste API, die wir hier gewählt haben. Deswegen mache ich das mal rückgängig. So, dann entferne ich diese wieder. Damit der Aufrufer eben den Wert, der hier zurückkommt, letztendlich nutzen muss. Aber wir haben eben jetzt mal kurz an diesem Beispiel gesehen, was sind automatisierte Eigenschaften. Das sind einfach Eigenschaften, wo der Compiler das entsprechende Feld beim Erstellvorgang dahinter erzeugt. Diese werden eben geschrieben, indem wir die Get- und Set-Methode mit Semikolon abkürzen. Das können wir uns ja nochmal kurz anschauen. Das Ganze ging so. Wir implementieren diese Funktion nicht, sondern schließen sie einfach mit Semikolon ab. Und dann hat man eben automatisierte Eigenschaften. Wichtig ist auch, wenn wir automatisierte Eigenschaften haben, wir können dann nicht eines der beiden einfach weglassen, weil wir können ansonsten nicht auf dieses Feld zugreifen, das geht nicht. Zugriff ist dann eben bloß noch über diese Eigenschaft möglich. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns jetzt im genaueren Eigenschaften angeschaut, haben gesehen, dass intuitiv würde man eben sogenannte Get- und Set-Methoden machen, wobei diese letztendlich zu einem Feld immer zusammengehören. Und C# bietet uns eben das Konzept der Eigenschaften, mit der wir etwas kürzer die Get- und Set-Methoden definieren können. Und gleichzeitig sieht es für den Aufrufer etwas angenehmer aus, weil es für ihn aussieht, als würden wir Feldwerte setzen. Und wir werden ab jetzt für eben diese Get-Set-Methoden in C# nur noch Eigenschaften verwenden in Zukunft. Vielleicht auch noch als Hinweis, dieses Konzept der Eigenschaft gibt es in anderen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Java, C++ nicht. Da würde man eben tatsächlich solche Set- und Get-Methoden schreiben. Ja, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video werden wir uns mit Namensräumen beschäftigen. Also das, was hier oben immer steht. Was heißt denn das genau? Und warum diese Using Statements? Und wir sehen uns damit im nächsten Video. Bis bald.